Jeden Tag gibt es Leute, die nach eigenen vier Wänden suchen. Kurzfristig, langfristig, groß, klein, in der Stadt, am Land. Es gibt trotzdem zahlreiche leerstehende Gebäude. Nicht nur in Wien, Österreich oder Europa, sondern weltweit. Dieses Video handelt vom Thema, wie Vermittler den Kunden helfen können, damit Angebot und Nachfrage sich besser am Markt treffen. Wir müssen zuerst wissen, wieso das Gebäude oder der Raum in Leerstand ist. Es gibt unterschiedliche Gründe für Alterung. Um die Räumlichkeiten weiter zu benutzen, muss man sie zuerst sanieren und je nach der geplanten Nutzung umgestalten. Ein gelungenes Beispiel dafür ist Red Tory Art and Design Factory in Guangzhou. Die Fabrik ist 1956 entstanden und wurde damals für die Herstellung von Dosen genutzt. Nach 50 Jahren ist die Produktion in die Innenstadt übersiedelt. Das Gebäude steht nun leer. 2009 wurde es von einer Firma erworben und saniert. Sie nutzen es jetzt als Designerviertel. Aufgrund der billigen Miete versammeln sich sehr viele junge Künstler dort. Gleichzeitig und trotz der schlechten Lage zieht es auch sehr viele Besucher an. Zu hohe Miete. Nicht alle Leute können sich die Miete einer Villa oder einer schönen Wohnung im Stadtzentrum leisten. Aber man kann diese als Ferienwohnung kurzfristig vermieten. Man hat keine Zeit oder Erfahrung zur Verwaltung der Ferienwohnung? Kein Problem. Es gibt Firmen mit professionellen Teams, die eine Wohnung gestalten und verwalten können. Es gibt zum Beispiel die Firma Only Cool Stay, die mit Airbnb, Booking und HomeAway zusammenarbeitet. Als Anbieter muss man einfach nur seine Wohnung zu der Firma übergeben. Spontaner Leerstand. Das bedeutet, dass die Wohnung teilweise leer steht, wenn man zwischen verschiedenen Orten pendelt. Die Lösung dafür wäre auch so wie im zweiten Fall, dass man einfach die Wohnung einem professionellen Team zur Weitervermietung übergeben kann. Soweit das Angebot bereit ist, soll man die Information so weit wie möglich verbreiten. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Online. Man kann die Information im Internet veröffentlichen. Dafür gibt es viele Plattformen wie Airbnb, Booking, Willhaben und so weiter. Die Interessenten können je nach Bedarf die Angebote filtern, um ein bestimmtes Ziel zu finden. Der Vorteil der Online-Methode ist, dass die Informationen weltweit verbreitet werden können. Nachteil ist, dass es zu viel Informationskonkurrenz gibt. Offline. Es gibt unterschiedliche Offline-Medien, wie zum Beispiel Flyer, Zeitungen, die Anzeigetafel in Supermärkten und so weiter. Vor- und Nachteile sind das genaue Gegenteil der Online-Methode. Die Methoden sind für verschiedene Zielgruppen geeignet. Für Touristen ist die Online-Methode besser geeignet, da sie aus verschiedenen Ländern oder Städten kommen. Für Personen aus der nahen Umgebung, zum Beispiel lokale Stadtbewohner, ist die Offline-Methode besser dafür geeignet.